Hallo ihr Lieben, jetzt heute ist das letzter Tag von Ostertage und frohe Ostern und auch Zigeunerfeuer. I learned it yesterday and Buona Pasqua. So I wanted to have a nice time with you all together. The last day of the Easter holiday. And so I started my piano salon again. And today I do also Clubhouse and also YouTube and Facebook all together. So maybe you can only listen on Clubhouse, but also you can watch on Facebook and YouTube at the same time. So I would like to see who are there. I would like to say hello to the people. Und ich bin neugierig, was ihr Ostertage gemacht habt. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Ostertage. So, jetzt sehe ich die Leute hier. Hahongishi, 안녕하세요. 그리고 Stefan, Konrad und Thomas, Jörn, Bönig Holt und Martin und Michael Ernst, Andrea, Martini, Buona Pasqua. So, also, I would like to see YouTube too. But I don't know on my, jetzt I can see Frank and Jörg. And also Stefan on music logo Ernie is there on YouTube. And Stephanie Broning. Welcome. Willkommen zu meinem Pianosalon. And now, what I played as the first song was an improvisation. And just, I felt very holy because it's a religious day. And in Korea, Easter holidays are not that big. It's a big day for church people, like Christian and Catholic, but we celebrate in the church, but it's not a national holiday. But even so, I remember that when I was young, I also painted on an X, and that was really fun. And I cannot live without X, so I love X. If I have no X at home, I feel nervous. So I would like to see also who's there. 하홍일 씨, 지금 한국에서 엄청 늦은 시간인데 너무 반가워요. So Andrea and Lajos, Rodolfo, Guilio, and everybody, hello. Und während ich spiele, ihr könnt auch schreiben, was in Ostertage gemacht habt. Und heute war es ganz kalt in meinem Gebiet. Und es gab ein Sturm, Wetter und Gewitter. Und das war so lustig. Es ist gar nicht heute plötzlich Frühling. Und deswegen ist wie ein ironisches Gefühl für mich, weil bis gestern war es ein bisschen kalt, aber trotzdem war es sehr fröhlich. Aber heute, es erinnert mich an Tempest von Beethoven. Das war dieses Wetter. So, Thomas Bergmann hat etwas geschrieben, mit Enkelkinder gespielt und ein super leckeres Essen bekommen. Und mit dir, Juni, Ostern ausklingen. Dankeschön. Was kann es Schönes geben? Vielen Dank. Oh, moin, moin, Django. Und dann jetzt möchte ich ein Stück von mir singen.
Dieses Stück habe ich geschrieben, als ich in England getourt bin. Und da habe ich auch ein englischsprachiges Album produziert damals. Und dieses Album ist jetzt nicht available, aber es wird wieder available sein, verfügbar sein in der Zukunft. Und dieses Stück heißt Home to You. I wish you were here in this empty place. I would fly to you, but wings of a angel. From this ivory tower, your heart is beating so far away. Talking to myself, hoping you will hear. I can feel you near, but sadder than Valentine. I was wrong to go. Your heart is beating so far away. Wasted days in empty laughter. This weary luxury will kill my lonely heart. Frightened of forever after. When I remember thank you.
told you I'm never gonna let you go. I feel your heartbeat, but your heart is beating gently, but your heart is beating so fast. Das war Home to You von meinem Stück von meinem letzten Album aus England. Und es ist so lustig, weil jetzt höre ich auch von anderen Apps, auch andere Leute. Moment, ich möchte nur sehen, was es passiert ist hier. Hier am Clubhouse, ich kann nicht andere Leute einladen, weil die anderen Leute können hier nicht hören. So heute könnt ihr nur am Clubhouse nur meine Musik hören. Aber ihr könnt meine Performance auch auf YouTube und Facebook sehen. Und letztes Mal, ich habe mit Birgit Birgit Reuter zusammen unsere Pianosalon gemacht, aber jetzt höre ich ihre Stimme nicht und das, ich fühle mich allein. Ich vermisse ihre energievolle Stimme. Und jetzt, ich möchte sehen, Hwangil 님은 지금 레포트 작성하고 있다가 알림이 들어오셨군요. 한국은 진짜 늦은 시간인데, 그쵸? Ralf Rolle hat geschrieben, Samstag erste Motorradtour gemacht. Wow, 2 Stunden Sonne mit 19 Grad. In Thüringen. Ich glaube, hier weiß ich nicht, wie viele Grad, aber sehr kalt. So. Dankeschön. Und jetzt, ich möchte auch euch fragen, welche Stück ihr auch hören möchtet, weil ich mag auch immer etwas spontan und was ich nicht geplant habe und ihr inspiriert mich immer. Und ich sehe auch auf YouTube Claudia Krüger, Moin Moin, Hamburg und Henry und viele andere Leute und Songni, Annyeong und Tölkommann hat gesagt, 재밌는 이름이네요. So, wenn ihr auch eine Idee für Improvisation, für gutes Thema hast, dann könnt ihr auch mir empfehlen. Und jetzt möchte ich wieder ein Stück improvisieren, weil heute das Wetter sehr, sehr komisch ist, was nicht für Ostertage passend ist. Möchte ich etwas improvisieren über dieses Wetter. Vielleicht Tempest kann auch gute Titel sein.
Kannst du ja ausmachen. Thank you.
Das war mein Gefühl, als ich heute vor ein paar Stunden diesen Sturm gesehen habe. So, das heißt Tempest. Vielleicht ihr könnt auch dieses Gefühl hören. Es gab so viel Wind und das war so überraschend für mich. Und alle Bambus hier, Blätter waren verrückt wie eine Haare. So. Oh, Vorschlag von Hans Dampf, Improvisation über den Osterhasen. Das ist auch eine sehr gute Idee. Jetzt auch, ich möchte andere sehen. Okay. Oh, 다은님, 안녕하세요. 진짜 늦은 시간인데. 한국에서도 보시네요. Hallo, moin, moin, Birgit. Und Ara Willike, hallo. Leider, ich kann nicht alle Kommentare auch sehen. Es zeigt mir nur ein paar gleichzeitig, so, aber trotzdem später kann ich alle lesen. Und ich sehe auch Romai von Clubhouse und jetzt ist sie hier. Und Piazzolla Infused Magnificent Truly Excellent, thank you. Oh, Piazzolla, I love Piazzolla. Piazzolla is very passionate and melancholy and just sexy. So I love Piazzolla music. And 고마워요, 다은양. Hi, Dita. Nice to hear you. Me too. Nice to see you. Und ich habe nicht besonderen Menü gegessen, weil für mich jeden Tag ist Ostertag, weil ich immer hungrig bin. Und in Deutschland essen viele Leute ganz besondere Menü. Und ich habe nur normale koreanisches Essen gegessen, aber in meinem Herz fühle ich mich mit der Musik am meisten Oster. Und jetzt deswegen möchte ich ein klassisches Stück in meinem eigenen Stil spielen, wie Bach. So, sehr bekannte, zwei bekannte Stück, ich möchte verbinden, wie Medley. So, das wäre. Dieses Stück und auch die andere sehr bekannte Stück. So, Bach Improvisation. Thank you.
Das war mein Bach Improvisation von diese zwei berühmten Stücke. Und jetzt trinke ich Wasser. Ah, es wäre sehr schön, wenn ich euch auch hören könnte, aber trotzdem, es ist sehr schön, mit euch auch zusammen die schöne Zeit verbringen und Oster ausklingen zusammen. Jetzt sehe ich auch, Ara Willeke hat etwas geschrieben. Also, he likes Bach also. And he is in Belgium. Belgium ist nicht so weit weg von Deutschland, aber ich hatte noch nicht eine Chance, Belgium zu sein. I didn't have a chance to be in Belgium, but I wish I can also be there in the future too, like anywhere else in the world. So I see also Konrad Jakle and Svetlana Dracho and also Ija Lee. Hi, Kay also. Are you having good time? Hallo Ragna und Rick Meyer, Fabri. Jetzt, ich möchte auch ein Stück singen vielleicht. Dieses Stück ist so berühmt, deswegen habe ich niemals versucht. Nicht nur berühmt, sondern auch sehr spirituell und sehr schöne Melodie. Und normalerweise Opernsänger singt dieses Stück sehr oft. So, ein sehr, sehr schönes Stück von Schubert. Ich möchte probieren in meine eigene Version, so Schubert, Ave Maria. Es gibt viele verschiedene Texte-Versionen aus Italienisch und auch Deutsch, alte Deutsch für Gebet oder Beten, wie Amen-Song. Aber ich habe diese moderne deutsche Texte gewählt, weil ich finde, diese Texte so schön ist und auch genau perfekt für diese Zeit ist. So, ich probiere dieses Stück von Ave Maria. Und nicht
aus fremden Menschen werden Freunde und große Sorgen werden klein. Ave Maria. Das war meine Version. Heute ist das erste Mal, was ich gesungen habe. Das ist Ave Maria von Schubert. And now I want to see also what you are talking here. So. I think this Osterhase idea was very interesting, so maybe I would like to improvise as a last song for today, an improvisation with the title Osterhase. Oh, Hans Dampf also had me gefragt, when will my English album be available? I will work hard
that it can be available soon, but I'm now working on my next album first, so I have a lot of things to do, so please don't forget me and follow my newsletter on unit.com. Then whenever it comes out, then you can get directly the news. So now Armin Kleiner hat auch gesagt, Gymnopädies Nummer 1 von Erik Satie. Als Improvisation von dir, das ist das Stück, wenn ich es spiele, ich trotz Pandemie im Kopf verreise, meistens liege ich dann im Lavendelwelt in Südfrankreich. Oh, Lavendelwelt in Südfrankreich. Obwohl ich niemals noch nicht im Lavendelwelt, auch in Südfrankreich war, klingt es sehr schön und guter Duft. So. Bern, hallo, Quentin 14, hallo nach Schweiz. Ich möchte auch in der Schweiz wieder gehen. Ich war in St. Moritz in Schweiz und das war sehr, sehr beautiful. Und vielleicht in Bern auch nächstes Mal, wenn die Pandemie verschwinden ist. Und Stefan hat 2-stündige Radtour gemacht. Oh, 7 Grad. Das kann ich nicht machen. Es ist zu kalt. Okay, so. I think Osterhase wäre besser oder Gymnopädies besser. Ich habe Entscheidungsfähigkeit-Problem, weil meine Astrologiezeichen ist Waage, ich glaube. Jemand hat mir gesagt, Waage hat das Problem, etwas zu entscheiden und Pizza oder Pasta, beides. Immer habe ich das Problem. Aber jetzt, ich fühle mich sehr ganz ruhig, so denn vielleicht ich improvisiere frei, was mir kommt. Dann, das wäre das letzte Stück für heute. Und ich hoffe, dass ihr auch eine schöne Ostertage auch mit mir und mit der Musik genossen habt. Dann, und ich wünsche euch alle sehr gesund und nochmal frohe Ostern. Happy Easter!
See you next time. Happy Easter. Frohe Ostern. Ciao.